ffg.at. Mein Name ist Peter L. Eppinger, das FFG-Forum hat mich für eine Stunde von Ö3 ausgeliehen und in den nächsten 60 Minuten wollen wir sie gemeinsam nutzen, um mit zwei Doppel-Olympiasiegern, da vorne sitzen sie schon, ein tägliches Erfolgsrezept für Spitzenleistungen herauszukitzeln. Wir wollen diese 60 Minuten gemeinsam nutzen, um mit den Ministern Mitterlehner und Stöger die österreichische Landkarte für Innovation und Kooperation abzustecken. Vielen Dank an ihr und euer Kommen. Einen Applaus für Sie beide. Und Sie beide. Sie beide? Sie beide. Wir wollen aber auch diesen herrlichen Rahmen heute nutzen, um ein herrliches Bild von Österreich in die Welt und nach Österreich zu schicken, denn Sie haben sich nicht umsonst einfach in schöne Abendmode geschmissen. Also in diesen Minuten, ich möchte uns nur daran erinnern, entsteht auch die Facebook-Galerie des FFG-Forum 2015. Sollten Sie also jetzt in dem Moment neben jemanden sitzen, neben den Sie in der Öffentlichkeit nicht gesehen werden wollen, tauschen Sie jetzt noch Platz. Das ist ein spannender Moment immer, ja? Sie bleiben sitzen, die Minister, ja? Okay. Im Zusammenhang mit drei Buchstaben, FFG, fallen immer wieder die gleichen Worte. Das sind Forschung, Innovation und Kooperation. Logisch, wir sprechen ja von der Forschungsförderungsgesellschaft. Ach ja, ich begrüße alle Steirer heute hier unter uns ganz besonders. Können sich die aus der Steiermark per Handzeichen mal melden? Wer kommt aus der Steiermark? Es gibt welche, drehen Sie sich um, alle da, Herr Stöger. Ja, Gegenprobe, Hand hoch, wer kommt nicht aus der Steiermark? Auch die gibt's, ja. Und Hand hoch, wem ist es vollkommen egal, was ich hier rede. Aber Sie sind aufmerksam. Wie kommt der Eppinger auf die Steirer? Naja, das ergibt sich ganz logisch aus meinem kurzen Eröffnungsvideo, denn wir haben gefragt, wofür steht nochmal schnell FFG? Wir drehen hier fürs FFG-Forum. Aha. Wofür könnte FFG stehen? Freie, ja, richtig. Fahrt für... Für? Freie Fahrt für? Für das Gemeinwohl. Freie Fahrt für das Gemeinwohl. Ja. Wofür könnte es denn stehen? Das erste F steht für? Forschung. Aha, okay, Forschung. Ja, das zweite F steht für? FF, Forschung, Fröhlichkeit. Forschung, Fröhlichkeit, fröhliche Forschung, genau. Fröhliche Forschung. Freiwillige Funkgesellschaft. Freie Forschungsgemeinschaft. Förderung? Ja. Und das G steht für? Gewerbe. Forschung für Gewerbe. Genau dafür steht's nicht. Gesellschaft. Das heißt, FFG heißt? Forschungsförderungsgesellschaft. Sag's nochmal. Forschungsförderungsgesellschaft. Jetzt dreimal hintereinander, ganz schnell. Na. Freiwillige Feuerwehr. Ja, du bist knapp dran. Freiwillige Feuerwehr und dann das G steht für? Freiwillige Feuerwehr, nicht ernsthaft, oder? Oh ja, und das G steht für? Graz. Freiwillige Feuerwehr Graz. Richtig, das ist das Freiwillige Feuerwehr Graz Forum. Herzlich willkommen beim FFG Forum. Alle Steirer, einen schönen Abend. Auch den Oberösterreichern, die aus Niederösterreich, sie gern klatschen, gern, selbstverständlich. Die Wiener, die Burgenländer, die Kärntner, Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Herzlich willkommen beim FFG-Forum. Wie ich höre, haben wir am Anfang noch einen kurzen Blick auf die FFG-Wetterkarte. Bitte. FFG. Das Wetter. Von der Großwetterlage her haben wir es mit einem kräftigen Innovationsschub zu tun, der vom Alpenraum ausgehend insgesamt bis Asien für Aufwind sorgen wird. Dementsprechend sieht auch die Prognosekarte aus. Viel Engagement, ein kontinuierliches Investment, neue Märkte und die richtigen Kooperationen werden uns in der nahen Zukunft voranbringen. Maximal ein paar harmlose Quellwolken. Die Luftschichtung wird etwas trockener. Rund um die Budgettöpfe der Nationalstiftung erwarten wir allerdings Windspitzen bis zu 80 km pro Antrag. Vereinzelt sind auch Gewitter nicht auszuschließen. In den nächsten Tagen beginnt es vom Forschungsrat her wieder aufzulockern. Die Frühtemperaturen liegen so zwischen 14 und 19 Grad, durchaus angenehme spätsommerliche Werte und tagsüber angenehme 25 Grad. Über die genauen Aussichten berichten jetzt die Aufsichtsratsvorsitzende und die beiden Geschäftsführer der FFG. Wir begrüßen Gertrude Tumpel-Gugerell, Henrietta Egert und Klaus Pseiner. Herzlich willkommen. Guten Abend, Eigert. Hallo, grüß Gott, Herr Pseiner, kommen Sie an meine linke Seite. Darf ich, wenn Sie wollen, können Sie auch rechts stehen, es kommt darauf an, wie Sie, aber, okay.
sind ja Minister anwesend, müssen wir aufpassen, wo wir stehen. Liebe Frau Tumpel-Gugerell, Sie waren 6 Jahre Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank. Ich habe mir das genau aufgeschrieben, denn Sie haben wirklich viel zu tun gehabt. Sie waren unter anderem für die Ressorts Marktoperationen, Zahlungsverkehrssysteme, Marktinfrastrukturen, Personal, Haushalt und Organisation verantwortlich. Das heißt, Sie kennen Europa. Wir dürfen Sie als Insiderin des Finanzsystems bezeichnen, der Europäischen Union. Wie schätzen Sie die Performance Österreichs ein? Schauen Sie, Österreich war vor 70 Jahren ein armes Land. Ja? Ja, ärmer als damals die Tschechoslowakei. Und es dauert Jahrzehnte, bis man aus so einem armen Land ein Land machen kann, das erfolgreich ist in der Welt, Exporterfolge feiert. Und die Frage ist, was macht diesen Erfolg aus und was muss man tun, damit es auch so bleibt? Ja, Österreich gehört heute zu einem der wohlhabendsten Länder in der Europäischen Union. Und das, was wir brauchen, ist gute Ausbildung, ja, von der Facharbeit bis zur Universität. Kooperation auch mit den Unternehmen, ja, damit hier Innovationen entstehen, Wissenstransfer und globale Orientierung. Und das ist ganz schön viel. Ja. Das ist ziemlich herausfordernd. Was sehen Sie denn als die wichtigsten Standortfaktoren für Österreich an? Und Sie haben es gerade angesprochen, die Kooperationen. Welche Rolle spielt Kooperation und die FFG? Kooperation, wir als FFG sind eine Plattform für Kooperationen und es darf kein Kleingeist, sozusagen Abgrenzung, das ist das Schlechteste. Ja. In Wirklichkeit sind wir ein so kleines Land in der Welt, dass wir jedenfalls zwischen den Institutionen auch zusammenarbeiten müssen, zwischen den Firmen und der öffentlichen Hand. Ja. Liebe Frau Egert, Sie als Geschäftsführerin der FFG, wie kooperativ ist die FFG denn selbst? Wir sind wohl in jeder Phase kooperativ, wie die Frau Vorsitzende gerade gesagt hat, eine Plattform. Wir kooperieren mit Bundesländern, bei Bundesländern sogar so weit, dass wir Geld der Bundesländer in der Bundesorganisation wieder abwickeln. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich, das ist ein Reföderalismus. Aber wir bedanken uns dafür sehr und wir kooperieren mit anderen Organisationen. Es sind auch Vertreter heute da von AWS, von CDG, von LBG, von der Akademie der Wissenschaften und vielen anderen Organisationen mehr. Wir freuen uns auch über Kooperationen mit Universitäten. Wir haben die Frau Rektorin Seidler bei uns, wir hatten Herrn Vizerektor Fassmann, Lukas als Incoming-Rektor der JKU, er fängt erst mit 1. Oktober an, viele mehr Fachhochschule, Fachhochschulpräsident, die Ministerien und beide Minister, Herr Vizekanzler und Herr Minister Stöger, wir freuen uns sehr, dass Sie eigentlich jedes Jahr hierher kommen und sich die Zeit in diesen intensiven Phasen auch nehmen, zur Forschung, zur angewandten Forschung dabei zu sein. Und warum ist Kooperation im Grunde wichtig und ein Wert? Es ist sicher, um Stärken zu generieren. Für Unternehmen ist es wohl auch Manpower, um Time to Market zu verkürzen. Es ist kritische Masse, um Sichtbarkeit zu erzeugen, national, europäisch, international. Wir haben viel davon heute gehört und gelernt. Und es ist auch das Zusammenbringen von ungewöhnlichen Partnerschaften, die sich gegenseitig inspirieren und einen Nährboden bilden, um vielleicht Innovation, radikale Innovation zu generieren. Was macht denn die FFG zum One-Stop-Shop für Österreich? Schönes Wort. Die Vielfalt unserer Angebote, wir haben die Feuerwehr noch nicht im Angebot und manches andere, was wir gerade gelernt haben, das werden wir noch machen, das können wir nachholen, ja? An dem soll es nicht scheitern, aber die Humanressourcenprogramme, Forschungskompetenz für die Wirtschaft, Stiftungsprofessuren, Bridge, das ist Grundlagenforschung mit Anwendung, einem Anwendungspartner, bis hin zu den großen Kompetenzzentren, die zusammenbringen, Wirtschaft, Industrie, KMUs, mit den Universitäten, mit außeruniversitären Einrichtungen. AIT ist natürlich auch da, und Entschuldigung, der Vorsitzende der UNICO, Herr Rektor Schmiedinger. Das heißt, wir bieten so ein breites Portfolio an Maßnahmen und Fördermöglichkeiten an zur Kooperation, zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich. Also die FFG ist eigentlich, jetzt muss ich kurz nachdenken, für viele Lebenslagen Gesellschaft oder so.
Ja, viele finde ich sehr schön. Ja, das macht ja aber nichts. Das macht nichts. Wir sind ja auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, also alles, heute ist alles erlaubt. Mein Sohn hätte den Unterschied noch nicht gekannt, also passt schon. Schönen Gruß. Herr Seiner, Sie als Geschäftsführer der FFG, Stichwort am Ball bleiben, um es in der uns Männern sehr geläufigen Fußballsprache zu sagen. Wie bleiben wir denn am Ball? Was sind die Herausforderungen in der nahen Zukunft? Sie meinen jetzt nicht die Aussichten für die Nationalmannschaft. Wenn Sie mit ihr erzählen wollen, auch gerne. Also, ich glaube, wir gewinnen das Teil nächstes Jahr. Aber ja, die lachen noch. Aber dann im nächsten Jahr, 6. Juli. Ja, das schauen wir dann beim nächsten Forum. Das geht sich aus. Das geht sich aus. Ja. Aber Ihre Frage, wie funktioniert denn die FFG? Was sind denn die Stärken? Was sind die Herausforderungen? Also unsere zentrale Herausforderung ist sicher die, wie kann man öffentliche Mittel, wie kann man investieren, dass am Ende des Tages eine starke Wirkung zu sehen ist. Ja? Und starke Wirkung heißt, man investiert öffentliche Mittel, hebelt damit private Finanzierung für Forschung und Entwicklung und am Ende des Tages muss sich was zeigen im Bereich von Arbeitsplätzen, es muss die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden, es muss einfach die Unternehmen, die in forschungsaktiven Branchen sein müssen, besser dastehen. Und das sagt sich leicht, aber da muss man natürlich auch extrem stark agieren. Wir haben am heutigen Tag, Minister Stöger hat das heute vorgezeigt, er hat eine intensive Verhandlungsrunde mit dem ESA-Generaldirektor gehabt, wo es um Zugang zu internationalen Märkten geht. Und was braucht man dafür? Erstens, man muss in die richtigen, starken Themen investieren. Das ist immer das Wichtige. Man kann nicht falsch investieren. Das Zweite ist, man muss natürlich eine gute sozusagen Kooperationslandschaft aufbauen und kreieren. Und das Dritte ist, man muss Rahmenbedingungen schaffen, dass auch die Unternehmen in sehr kompetitiven Märkten Erfolg haben können. Und was wir in der FFG dazu beitragen, ist ganz klar, wir versuchen diese politischen Zielvorstellungen und das Geld, das wir dafür erhalten, in operationelle Programme, Forschungsförderungsprogramme umzulenken. Und der Grund, warum wir hier am heutigen Tag so viele einladen und nochmal herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind, ist ja nicht, dass wir Zuhörer haben, die uns zuhören bei unseren Darstellungen, sondern es ist die Interaktion. Wir lernen von Ihnen, wir setzen das dann um, was es an Vorschlägen gibt und ich glaube, das ist das Erfolgsrezept der FFG. Wir nützen solche Foren ja auch gerne, um dann diese Frage zu besprechen, was braucht die FFG denn noch, um noch besser wirken zu können? Gibt es etwas, was wir spontan besprechen könnten? Also es sitzt natürlich der Vizekanzler und der Minister in der ersten Reihe. Wenn ich jetzt nicht zum Thema Geld was sagen würde, ja, das kann nicht. Nein, aber man kann natürlich Folgendes sagen. Wir haben ein Budget, das uns ein sehr solides Programm erlaubt. Das ist überhaupt keine Frage. Wir können aber zeigen, dass es zusätzliche additive Potenziale in Österreich gibt, in den Unternehmen. Und ich denke mir, wenn es die Möglichkeit gibt, wenn es die budgetären Flexibilitäten gibt, ist zusätzliches Geld über die FFG ausgezeichnet investiert. Schönes Schlusswort. Vielen Dank an Sie drei. Danke vielmals. Danke. Nehmen wir das ab. Vielen Dank, Herr Seiner. Danke vielmals. Danke. Der Tag ist ja schon etwas länger. Wir haben zu Mittag hier im Museumsquartier begonnen und er hat alles geboten. Von A wie Androsch von der Föst bis Z wie ziemlich gute Rede von Herrn Wörner von der ESA. Es war kein Z dabei. Sie alle, 700 Innovationsplayer, tragen zu dieser wohlig warmen Atmosphäre hier teil. Was bisher geschah, schauen wir uns kurz an. We'll be right back.
Kooperationen bedeuten für mich Zusammenarbeiten zwischen verschiedenen Partnern mit unterschiedlichen Verantwortungen, mit unterschiedlichen Kompetenzen. Kooperationen sind für mich der Schlüssel für die Zukunft. Ja, für uns sind Kooperationen lebenswichtig, denn wir können die ganze Wertschöpfungskette, die wir brauchen, um elektronische Geräte herzustellen, nicht in unserer Firma alleine abdecken. Weil wir im Team viel besser zu Innovationen kommen. Wir arbeiten von unterschiedlichen Perspektiven aus und nur das kann Neues entwickeln. Gemeinsam im Team kann man dann einfach mehr umsetzen, als wenn man es alleine macht. Forschung und Entwicklung sichert Arbeitsplätze, weil letzten Endes, wir sind wirklich sehr erfolgreich heute, aber ohne Innovation ist man schnell tot und das schafft Arbeitsplätze auch in Zukunft. Ist das mein Mikro? Jetzt ist es offen. Und wir schreiben weiter Forumsgeschichte. Wir begrüßen jetzt die nächsten Live-Gäste für die Wissenschaft, Forschung, Technologie, Innovation und Wirtschaft zuständigen Bundesminister. Herzlich willkommen, Vize-Lena Mitterkanzler und Bundesminister Stöger. Jetzt hatte ich ihn. Hallo. Ach, die vielen Fs und die Freiwilligen, und die haben mich etwas durcheinander gebracht. Sie haben sich zum Glück erkannt gefühlt. Das ist ein Radiomikro, Herr Stöger. Wir haben das als Kulisse. Wenn Sie trotzdem das funktioniert nicht ganz, probieren Sie es mit dem. Aber ja. Geht's gut? Ja, Herr Veräppler. 1:0, bravo. Aber wenn wir es dann gleich so weiterspielen, dann wollen wir Sie auch gleich mit ins Boot nehmen. Sie sind ja der für Weltraum auch zuständige Minister, das heißt, Sie sind der All-Louis. Das ist richtig. Ah. Und wir gleichen wieder aus. Herr Vizekanzler, aktuell ist Europa ja sehr gefordert. Sie waren gestern um die Uhrzeit, soviel ich weiß, noch bei Kanzlerin Merkel. Was uns aber auch gleich zum richtigen, wichtigen ersten Punkt bringt, nämlich Kooperationen, auch in Sachen Wirtschaft. Wie wichtig ist das? Ja, erstens möchte ich mal sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute da sein darf, und weil Sie angesprochen haben, wirklich, es ist eigentlich recht angenehm, einmal wieder die Normalthemen zu haben. Und gerade gestern und nicht nur gestern, sondern überhaupt in den letzten Tagen, das Flüchtlingsthema ist eines, das auch in alle anderen Bereiche mittlerweile schon hineinspielt. Nicht nur als Bedrohung, ich sehe es auch in vielen Bereichen sogar als große Chance. Da sind gute Leute dabei mit Intellekt, mit Ehrgeiz, mit Chancen für die Zukunft, könnte und sollte uns eigentlich auch im Forschungsbereich nutzen. Und im Endeffekt, wenn wir jetzt Kooperation, wir haben es gerade in dem Film ja gehört, wenn man Kooperation anspricht, dann war es vielleicht früher so, dass der Einzelforscher, der Einzelunternehmer, der Großartige war, der dann den Nobelpreis bekommen hat, aber mittlerweile ist überall, ob vom Fußball bis zur Forschung, die Teamorientierung, die Kooperation das Ausschlaggebende für den Erfolg, weil einer alleine eben nicht alles beherrscht, vom Fach nicht, von der Verantwortung nicht, weil er eben insgesamt im Team, in der Gruppe, in der Partnerschaft stärker ist. Und deswegen gilt es auch für den Bereich, und wir reden jetzt dann nicht nur Wissenschaft intern oder Forschung intern, sondern vor allem für Wirtschaft und Wissenschaft, hier die Brücken zu schlagen, die Potenziale zu nutzen. Und wir haben das ja auch mit Strukturen versehen, soweit es geht. Selbst große Erfolge wie Runtastic oder anderes sind ja nicht nur Zufallsentwicklungen, sondern haben beispielsweise in dem konkreten Fall in Hagenberg den Ausgangspunkt. Und dann auch, was die Überleitung in den unternehmerischen Bereich anbelangt, ein Transferzentrum als Unterstützung gehabt, wo man dann auch sozusagen den Geschäftseinstieg wirklich strukturiert vornehmen hat können. Deswegen, ob es die Finanzierung ist, ob es der Markteintritt ist, Kooperationen sind entscheidend und die Strukturen sind entscheidend. Und da glaube ich, dass wir, gerade was die Programme anbelangt, Comet, aber auch die ganzen K-Zentren und anderes im Prinzip nichts anderes sind, als dass man hier optimiert, dass das Gemeinsame mehr ist als die einzelnen Teile, und dass wir vor allem mit öffentlicher Förderung und dann auch mit der Verdoppelung durch die Privatwirtschaft das additive Element erreichen. Und das funktioniert wirklich gut.
die Anwesenden kennen die einzelnen Instrumente, das hieße Eulen nach Athen tragen, möchte ich Ihnen jetzt da nicht antun und Sie strapazieren, aber wichtig ist, wenn sie was bewährt hat in den letzten Jahren, wenn irgendwas einen Trend erkennen lässt, dann ist Kooperation und mit einer zweiten Verbindung und die heißt, und da auf das eingehend, was Sie gesagt haben, ich glaube Internationalisierung ist der zweite Aspekt. Wir waren letzte Woche im Iran und die waren einige Wissenschaftler mit uns und eigentlich die Kooperation, das über Kontinente sogar verbindende, das Zusammenarbeiten auf internationaler Ebene, das ist es, was uns stärker macht. Und deswegen möchte ich das auch üblich bei der Gelegenheit danken, Aufsichtsrat, der Vorsitzenden, Frau Dumpel-Gugarell, aber auch allen anderen, der Geschäftsführung, allen, die mitwirken, Ihnen allen, meine Damen und Herren, und ich weiß nicht, wer es angesprochen hat, irgendwer vorher, es geht eben nicht um Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern um Mitwirkende, das sind Sie, wir haben mittlerweile doch 3% F&E-Quote, Luft nach oben, selbstverständlich, aber ich glaube, es funktioniert gut und auch in dem Bereich arbeiten wir beide, der Alois und ich, glaube ich, recht gut zusammen. Das finde ich wirklich sehr gut. Ja? Ja? Lieber Herr Alois, welchen Stellenwert haben denn technologische Spitzenleistungen, Technik und Innovation für Österreich? Eine ganz wichtige, lieber Reinhold, wir kennen ja das. Ich bin vor einem Jahr bei Ihnen gewesen. Da war ich ungefähr eine Woche, 10 Tage Minister für Innovation und Technologie. Ich habe Sie gesehen und habe da gemerkt, da ist eine gute Stimmung, eine gute Spannung da. Da sind Menschen, die Innovation, die Forschung hinaustragen. Ich war ein bisschen vorsichtig, was kommt da auf mich zu. Und ich habe im letzten Jahr wahrscheinlich mehr als 30 Unternehmen besucht, habe mir den Betrieb angeschaut, habe geschaut, wo ist so die Energie für Innovation, was machen die, was brauchen die, was brauchen wir auch in der Politik dafür. Und da habe ich immer die Frage gestellt, was braucht es von uns und was braucht es von der FFG. Und für mich war immer spannend, die gesagt haben, da findet gute Kooperation statt, da kommen wir zurecht, die motivieren uns gegenseitig. Das war für mich sehr, sehr spannend und danke allen, die da mitgewirkt haben, vom Aufsichtsrat über Geschäftsführung, aber über jeden einzelnen Mitarbeiter, wie jede einzelne Mitarbeiterin, die so etwas geschafft haben. Und Reinhold Mitterlehn hat es angesprochen, in der Wirtschaft und in der Wissenschaft ist es ja oft so, dass die großen Innovationen nur durch Kooperation entstehen. Ich nehme ein Unternehmen her, Sie kennen das, die Firma Anton Paar. Wenn wir die Steirer gehabt haben, nehmen wir heute wieder die Steirer. Dort war es so, dass vor langer, langer Zeit, vor unserer Zeit, einen Wissenschaftler gegeben hat, der im Kammerl geforscht hat. Und irgendeine Maschine hat nicht mehr funktioniert. Oder ein Gerät hat nicht mehr funktioniert. Und in seinem Haus hat der Schlossermeister Anton Bahr gewohnt. Und weil die beiden miteinander kommuniziert haben, ist was Neues entstanden. Sind neue Geräte entstanden und heute ein Technologieunternehmen ist aus dieser Firma entstanden, das mehr als 1000 Spitzenmitarbeiter insgesamt hat. Ich sage danke dafür, ich sage danke zu Ihnen auch, wenn ich mir so anschaue, was wir in dem letzten Jahr alles miteinander erreicht haben, Stiftungsprofessuren, die erste Pilotfabrik Industrie 4.0, da merkt man, das war schon eine spannende Kooperation. Sie haben eine gute Innovation angesprochen. Wir haben ja in der Vorbereitung für dieses Forum Österreicher gefragt, wie innovativ wir denn sind, worauf wir Österreicher stolz sein können. Und auch sehr spannende Frage, wenn wir alle selbst Unternehmer wären, wie viel Prozent unseres Budgets würden wir in die Forschung stecken? Hier kommen erstaunliche Antworten. Wir Österreicher sind ein innovatives Volk? Volk weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall innovative Menschen in Österreich. Wie innovativ ist Österreich? Sehr, sehr. Ich glaube auch nicht, dass innovative Menschen pro Land nur wichtig sind für das Land, sondern die auch wieder zum Denken anregen sollen für andere Länder.
Das ist aber eine sehr gescheite Aussage gerade. Naja, über die Grenzen hinaus. Können wir Österreicher stolz auf unser Land sein? Ja, schon. Ganz sicher. Ja? Ja. Also ich bin stolzer Österreicher. Ja? Österreicherin, ja. Bei uns ist die Dampflok erfunden worden. Das war sehr aus Geschichte, gell? Die Dieselmotoren, die Entwicklung. Nähmaschine, glaube ich, war einer. Ja? Da gibt es ein paar, ne? Schiffschraube. Genau, der Ressel. Ist wichtig, dass wir Österreicher innovativ sind? Ja, selbstverständlich ist das wichtig. Weil? Weltruf, nicht? Innovativ. Okay. Firmenansiedlungen und so weiter. Ne? Ah, die ja, sprechen Arbeitsplätze an. Zum Beispiel. Sehr gescheit. Ja. Naja, es kommt meistens von außerhalb. Ah. Und wir werden dann irgendwann überbleiben. Wenn Sie Unternehmer wären, ja, und Sie hätten eine Firma, wie viel Prozent des Budgets würden Sie in die Forschung, in die Innovation stecken? 10. 10? Es heißt 10%. Ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, ein Drittel, 33% ungefähr. Okay. Ja? Das reicht? Ja, das würde reichen, würde ich scherzen. Weil man braucht ja noch Geld für andere Aufgaben in dem Moment. Das heißt ja auch immer, man muss sehr viel investieren, um dann wieder was einzubringen. Und das Gleiche mache ich ja eigentlich in der Musik genau dasselbe. Ich investiere und investiere, um dann irgendwann einmal was zurückzubekommen. Mhm. Man darf nur nicht aufgeben. Also ich würde grundsätzlich sicher 50% investieren. In die Forschung? In die Forschung, dass es halt dann wirklich, wenn der Glaube da ist, dass sich dann was ergibt. Schon. Okay. Ich bin no risk, no fun, oder? Ja. Das ist halt eine Frage des Geldes, ne? Mhm. Und des politischen Willens, sagen wir so. Ne? Aber deswegen gibt es zum Beispiel in Österreich die Forschungsförderungsgesellschaft. Ja, mag schon sein. Die gibt's, die fördert Forschung in Österreich. Ist das gut? Doch, ist schon gut. Kommt darauf an, wie hoch sie fördert. Mit 450 Millionen Euro im Jahr. Ja, das ist ein ansehnlicher Betrag. Ja. Es wird einigen Leuten zu wenig sein. Aber mein Gott, jeder hat einen Wunsch, der vielleicht nicht ganz erfüllbar ist. Ja, ne? Geld für die Forschung kann es nie genug geben, oder? Das ist richtig, ja. Da haben Sie recht. Gibt es einen? Ja, wenn Sie wollen, können Sie gerne. Wir haben ja schon darüber gesprochen, der politische Wille ist ja vorhanden. Sie haben die Kooperation, die Innovation auch selbst angesprochen. Was ist Ihr Eindruck? Erweitert man durch Kooperation gemeinsam das jeweilige Know-how oder besteht auch die Gefahr, dass der Konkurrenzgedanke im Weg steht? Ich würde sagen, wir sind da auch im Zeitablauf in einer ziemlich guten Entwicklung. Ich kann mich erinnern, wie ich vor einigen Jahren noch Interessenvertreter war, hat ein Unternehmer dem anderen Unternehmer nicht einmal das Kopfweh gegönnt. Wenn er nicht gewusst hätte, dass es weh tut. Mittlerweile hat sich das geändert. Wenn ich daran denke, wie man gemeinsam in Arbeitsgemeinschaften auftritt, wenn etwa größere Lose zur Ausschreibung kommen, wie man bei der Lehrlingsausbildung mittlerweile zusammenarbeitet, aber auch natürlich was Forschungsprojekte anbelangt. Die meisten haben erkannt, dass man eben mit Kooperation mehr erreicht als allein. Deswegen finde ich, dass wir da auf einem relativ guten Weg sind. Und wenn man den Film anschaut, also Film ist gut, das kurze Filmchen. Ein Machtwerk. Ja, ein Machwerk, des ORF kann man das mal nicht sagen. Ein Machwerk, dann finde ich den Film habe ich eigentlich positiv gefunden, weil es waren fast so scherzhafte Fragen. Aber der Eindruck bei allen oder die Wiedergabe war, fast jeder hat in Richtung Forschung und Innovation einen positiven Impact und eine Assoziation gegeben. Und damit, glaube ich, könnten wir auch noch, wenn man Umfragen hat, ist das immer ganz hinten, Technik und Forschung, könnte man doch von der Grundstimmung, wenn man das ein bisschen vermittelt, Arbeitsplätze, Risk and Fun, also am meisten hat mir der Junge gefallen mit den Brünn, dass wir um die Zukunft... Das war eine Frau. Sind Sie sicher? Ja, ich kenne das, ja. Aber das macht nichts, weil sie macht auf sehr maskulin, das war Virginia Ernst, eine Sängerin, die schaut halt sehr ernst. Ich kenne sie nicht, aber auf jeden Fall die Brillen haben mir auf jeden Fall gefallen und die Aussagen, haben mir noch mehr imponiert, weil da war sehr viel drinnen. Und jetzt bin ich schon froh, wenn die meisten Österreicherinnen und Österreicher, die investieren und eine Firma haben, mehr als den Schnitt haben, also wenn ich mehr als 3% in Richtung F&E gebe, wunderbar, weil wir haben eine Studie, die Studie haben wir da aus Herinnen sogar mal präsentiert, sie ist noch gültig vom WIFO. Wer mehr als im Schnitt in Richtung Forschung und Entwicklung wieder reinvestiert, der hat einfach mehr Arbeitsplätze, höhere Exporte und ist in der Krise resistenter gewesen, das haben wir im Jahr 2009 gesehen. Deswegen, glaube ich, braucht man den Beweis gar nicht antreten. Kooperation wirkt, Forschung wirkt und wir haben die entsprechenden Instrumente. Wir müssen sie nur noch
überall besser nützen vielleicht. Und wenn Sie den Staat schon ansprechen, natürlich ist Finanzierung immer nach oben Luft da. Wir haben momentan eben nicht mehr. Aber wir sind schon froh, wenn wir dieses nicht kürzen müssen, was wir haben. Und in dem Bereich ist erfreulicherweise auch die Politik hat gelernt, zumindest nicht gekürzt worden. Gilt im Übrigen auch für die Universitäten, auch wenn es die Universitäten bei der Leistungsvereinbarung nicht wahrhaben wollen und glauben, es muss noch mehr sein. Jeder glaubt es, weil wir machen eben das Mögliche wahr. Also im Endeffekt, auch der Film hat mich positiv berührt, hoffentlich Sie auch. Und hoffentlich können wir nächstes Jahr dann über noch bessere Erfolgszahlen reden. Aus meiner Sicht noch einmal vielen Dank allen Beteiligten. Bleiben Sie noch kurz hier. Herr Bundesminister, der Junge mit den Sonnenbrillen würde 50% seines Budgets, die Junge, war übrigens Eishockey-Profi war die früher, vielleicht deshalb. Bei welcher Mannschaft? Das ist ja eine gute Frage jetzt. Nein, sie war sogar im Nationalteam, hat sie gespielt, Damen-Nationalteam. Im Eishockey. Wo gibt es das in Österreich? Na, ja, ich hoffe schon, also, ja, selbstverständlich. Bei den Black Wings. Wollen wir die letzte Minute nochmal vergessen machen und nochmal beginnen? Ja. Ich kenne ein Fußballnationalteam, aber ein Eishockey-Nationalteam der Damen ist mir noch nie jetzt wirklich aufgefallen. Na, die hat ja auch aufgehört zu spielen. Ich glaube, damit war es dann vorbei. Auf jeden Fall hat sie gesagt, 50% ihres Budgets wird sie gerne in Innovation stecken. Erscheint Ihnen das zu viel, zu wenig? Brauchen wir noch mehr, um Österreich noch moderner zu machen? Ja. Erstens, ich glaube, in der Musik wird es tatsächlich so sein, dass man sehr viel ins Neue, in die Investition stecken muss, dass man Neues entwickelt. Insofern ist dieser Ansatz sehr, sehr gut. Es wäre gut, wenn wir das erhöhen könnten. Wir haben uns viel vorgenommen, nämlich 3%, das haben wir erreicht. Manche Unternehmen, Industrieunternehmen, haben 7% durchschnittliche Forschungsquote und es wäre schön, wenn wir da hinkommen. Ich unterstütze das, was Reinhard Mitterlehner gesagt hat. Alle diese Unternehmen schaffen mehr Arbeitsplätze, sind krisensicherer und sind auch die, die sich am Weltmarkt besser behaupten können. Und in dem Sinn denke ich mir, es wird uns in den nächsten Jahren die Arbeit nicht ausgehen. Ich warne Sie. Wir haben viel, viel vor. Aus meiner Sicht ist es wichtig, noch etwas zu tun bei den Pilotfabriken. Wir haben vor, noch 3 weitere Pilotfabriken zu entwickeln. Da kommen Aufgaben auf Sie, auf euch zu. Der zweite große Schwerpunkt. Wir hören hier zu, ich zeige nur gerade das Damen-Eishockey-Team her, weil er hat es nicht. Habt ihr schon gefunden? Ja, Entschuldigung. Ist ja super, wenn es das gibt. Aber wisst ihr, was noch super? Was für die österreichische Entwicklung ganz entscheidend sein wird, ist, ob wir die Vernetzung auch im Telekom-Bereich, im Internet auch tatsächlich schaffen. Wir haben in der Bundesregierung gemeinsam gesagt, wir wollen 1 Milliarde Euro dazu verwenden, um genau diese Kooperationen, diese Vernetzung mit der Welt auch herzustellen. Und da hat die FFG, glaube ich, ganz was Besonderes bekommen, nämlich wir haben das Vertrauen auch entwickelt in die FFG, dass sie diese 1 Milliarde auch abwickeln darf. Das heißt, bei euch ist eigentlich das Budget zur Abwicklung massiv gestiegen und das ist auch etwas ganz Zentrales für die Weiterentwicklung der österreichischen Forschungslandschaft und der österreichischen Kommunikation. Da geht was weiter. Und das Dritte, weil ich ja als Allois beschrieben wird, ich halte das auch für ganz spannend, was wir jetzt heute auch vereinbart haben in der Frage Weltraum. Der Weltraum, der fasziniert. Wenn Sie in die Sterne schauen, dann merken Sie, das ist spannend, da will man wissen, was spielt sich da ab. Und da kann man sehr, sehr viel lernen, da kann man auch junge Menschen damit begeistern. Und wenn uns das gelingt, dann ist das etwas Wichtiges und ich habe klar gesagt, ich möchte in diesem Feld investieren. Österreich ist da auch ganz vorne dabei und das macht so eine Spannung für die Forschungslandschaft auch insgesamt aus. Vielleicht noch abschließend,
Ich darf mich bei Ihnen bedanken dafür, dass die Unternehmen, die ich gefragt habe, alle gesagt haben, der FFG kann man vertrauen. Und das ist die große Voraussetzung für Kooperation, nämlich Vertrauen. Das Zweite, was wir brauchen für Kooperation, ist auch, Reinhard Mitterlehner hat das auch angesprochen, dass wir auch Weltoffenheit haben und auch eine Willkommenskultur in Österreich entwickeln. Es geht darum, dass wir offen sind für das, was von außen kommt, dass wir aber auch was hinaustragen können, unsere Exporte zum Beispiel. Und das Dritte, ich möchte mich ganz besonders bei Ihnen, bei der ganzen Forschungscommunity bedanken für das, was Sie das letzte Jahr gemacht haben. Und ich freue mich, wenn wir die nächsten Jahre noch viel, viel mehr miteinander tun können. So. Also wir halten fest, es gibt das Damen-Nationalteam. Gibt's, ja. Zeige Ihnen nachher auch gerne die Fotos. Zweitens, eine letzte Abschlussfrage. Wir haben ein kurzes Video noch gedreht, dann lasse ich Sie gleich wieder hinsetzen. Wir haben ja heute eine TED-Frage hier, die Sie vielleicht unter Tag schon beantwortet haben, per SMS. Wir stellen sie gleich nochmal. Wir leiten sie ein mit einem kurzen Statement von zwei Frauen, die wir heute schon gesehen haben. Glaubst du, dass Frauen mehr erfinden als Männer oder innovativer sind? Kreativer sind sie auf jeden Fall. Ja. Ich würde gerade sagen, es wäre gemein, wenn ich das sagen würde, aber kreativer sind sie auf jeden Fall. Okay. Ja, Männer denken so praktisch, so einfach nur so. Nicht viel, aber... Und Frauen denken kompliziert und haben dann die Ideen. Ja, voll. Genauso ist es aber. Aha. Das heißt, das komplizierte Denken der Frau ist... Kann einiges weiterbringen. Ja. Genau. Voll. Also, wir fragen heute, wer ist innovativer? Vielleicht eine, also ja genau, Österreich hat zweifelsfrei viele innovative Köpfe. Halten Sie tendenziell Frauen oder Männer für innovativer? Da gibt es jetzt drei Möglichkeiten. Achtung, A, die Frauen, B, Männer oder C, ich weiß nicht. Ein SMS an 0664 791 6316. Ja, für eine kurze Antwort vielleicht von Ihnen beiden. A, B oder C, Herr Vizekanzler? A. A, Herr Stöger? Ich würde sagen, sozial sicher die Frauen, wenn ich noch Patente gehe, wahrscheinlich die Männer. Aber Sie das müssen mit sich der entscheiden, Kultur. A, B ich oder C. Ich bin für A, weil das Soziale ist das Entscheidende. Die Sozialisten wollen sich immer absichern. Das ist gut so. Vielen Dank für Ihr Mittun, danke vielmals. Dankeschön. Vielen Dank, danke. Also. 0664 791 6316 A, B oder C reicht. Am Ende werde ich einen von Ihnen hier im Publikum anrufen und einen wunderschönen Preis Ihnen überreichen. Ich höre, es gibt Wichtiges vom FFG Verkehr. FFG Verkehr. Der FFG Verkehr. Kein Stau mehr bei den E-Call-Einrichtungen. Seit dem 1. September 2015 ist das elektronische Einreichsystem der FFG, der eCall, mit erweiterten Funktionalitäten im neuen Design online. Zu den neuen Funktionen zählen eine Online-Kostenerfassung, eine optionale Rechtevergabe und eine optionale Kosteneingabe durch Partner. Weiters Stau auf dem Internet-Backbone von Wien nach Linz wegen Bauarbeiten. Bei Straßenkilometer 27,54 sind nur 10 GB Bandbreite frei. Freifahrt hingegen gibt es seit 10 Jahren bei Bridge auf der Brücke von Wissenschaft zur Wirtschaft. Dank neuer Förderungen ist der Wissenschaftstransfer jetzt noch schneller möglich. Auf einen guten Start im wirtschaftlichen Wettbewerb können Unternehmensgründer vertrauen. Dank der Unterstützung durch die FFG steht einer rasanten Fahrt zum Erfolg nichts im Weg. Egal ob Mann oder Frau, es gibt ein altes Sprichwort, das sagt, wenn man schnell vorankommen will, muss man alleine gehen. Wenn man weit kommen will, muss man zusammengehen. Oder man könnte auch Folgendes sagen. Warum müssen wir zusammenarbeiten? Ja, aber da geht mehr weiter, nicht? Weil da kann einer, schau, eine Teamarbeit kann ja jeder, wenn ein Team mit fünf Leuten, kann ja jeder seine Idee erbringen. Ob es ein Blödsinn ist oder nicht, ist wurscht. Man soll reden drüber, nicht? Wenn einer bestimmt, hast du eine Meinung. Mhm. Und das ist oft nicht so gut, nicht? Jetzt haben wir gleich zwei Meinungen auf der Bühne. Die besten Innovationen gehen aus Teams und deren Kooperationen hervor. Die nächsten Teamplayer bei uns auf der Bühne haben schon oft die österreichische Hymne gehört. Man hat ihnen dafür auch dann Gold um den Hals gehängt. Wir sprechen von, aber was für welchen Sportlern. Ihre Teamarbeit verschafft ihnen im Wettkampf den entsprechenden Vorsprung.
Mut, Verantwortung und die perfekte Rollenverteilung bestimmen die Karrieren der Doppel-Olympiasieger Hagara und Steinacher. Deren Namen sind uns durch Siegerehrungen wirklich bekannt, aber kaum sind sie einmal nicht auf dem Segelboot anzutreffen, fangen wir zum Grübeln an. Wer sind eigentlich die beiden? Ha, du kennst mich eh so an. Pass auf. Bleib kurz stehen. Erstens, wer sind diese zwei Menschen und was machen sie beruflich? Richtig, das sind Hagara und Steinacher. Ja. Die kennst du ja. Ja. Ja, die machen nämlich? Segeln. Hallo? Na, ja. Nein, den kennen Sie nicht. Ich würde sagen, die haben mehr die Fäden im Hintergrund zu ziehen. Fäden ist gar nicht so schlecht, hat was mit Ihrem Job zu tun. Bergsteiger. Ja, Bergsteiger? Eventuell. Ja. Österreicher sind immer Bergsteiger, gell? Ja, die Bayern auch. Ah, okay, ja. Vielleicht Basejumper? Die schauen aus wie Basejumper? Ja, so ein bisschen, ja, mit der Sonne. Ja. Okay. Sonnengestrahlte Gesichter. Autosport, Motorsport? Nein. Ja gut, Skisport? Nein. Gut, dann war es echt. Schauen die aus wie Synchronschwimmer? Nein, nein. Ja, was gibt es noch in Österreich? Wir haben auch noch so wunderschöne Berge. Und? Wette. Seen, richtig. So, was kann man am See machen? Schwimmen. Na, Schwimmer sind es auch keine. Motorbootfahrer vielleicht. Ohne Motor? Ohne Motor? Ja. Paddeln. Na? Rudern. Mit Nein? Nein. Aber wir haben es gleich, wir haben es gleich. Dann sind Speedboat-Fahrer. Fast, ja. Da gibt es so ein Ding mit einem großen Segel. Segler. Ja. Segler, sind Segler. Doppel-Olympiasieger, Hagara und Steinacher. Gratuliere. Ah, natürlich. Ah. Ah. Okay. Wir können alle von Ihnen lernen. Und was können wir von Ihnen lernen? Wie man zum Beispiel im Team zusammenarbeitet. Okay, aber kann man nicht die Sport auch so ein bisschen auf die Politik ummünzen? Sehr gut sogar, deswegen sprechen Sie auch beim FFG-Forum. It's difficult, their language. No, it's not difficult. Hagara. 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 Ein Steinacher. Steinacher. Yes. Say it again. Hagara and Steinacher. Yes. Please join us on stage. Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher. Servus. Hallo. Hallo. Servus. Kommt zurück noch vor, dann sehen wir auch im Livestream euch besser. Hagara und Steinacher, für die, die es noch nicht wissen. Alles gut? Soweit, so gut, ja. Ja, jetzt geht's erst los, nicht? Ach so, ja. Ja. Ihr wart ja einst Gegner, was ich ja sehr spannend bei euch finde. Und ihr habt dann, das war tatsächlich so, auf einer Silvesterparty zueinander gefunden. Das ist eine wahre Geschichte. Wie war denn das damals? Ja, früher, wie es so anfängt, ne? Wir waren beide in einem separaten Team, ja. Haben uns aber sehr gut verstanden. Wirklich jetzt, so oder sagst du das nur so? So wie alle Geschichten anfangen. Okay, so. Es war einmal in einem Boot. Genau. Nein, zwei Boote. Es war einmal in zwei Booten. Genau. Ja. Wir waren Gegner. Ja. Und es war so, dass der Hans-Peter gedacht hat, also die zwei Hagara-Brüder, mein Bruder ist auch noch gesegelt damals mit einem extra Boot, die können wir sowieso nicht schlagen. Ich höre besser auf und fange zum Arbeiten an. Du hast den Reifenhandel deines Vaters übernommen, gell? Wäre der Plan gewesen, den komplett zu übernehmen. Aber das war nur ein paar Tage alt, dieses Plan, aber hat nicht funktioniert. Dann kam die Silvestereinladung vom Roman. Ja. Genau, also wir sind schon gut befreundet gewesen vorher auch als Gegner. Also wir haben auch so uns gut verstanden. Und es war so, dass ich zu Silvester in Zell am See war und haben mir gedacht, okay, ich schaue beim Hans-Peter vorbei. War gerade auf der Suche nach einem neuen Partner. Und ja, beim Rausgehen, beim Verabschieden habe ich so gesagt, du Hans-Peter, wie schaut es eigentlich aus? Hast du nicht vielleicht Zeit jetzt, dass wir noch uns vorbereiten auf die Olympischen Spiele? Und er so, naja, warum eigentlich nicht? Ich spreche mit meiner Familie und dann schauen wir mal. Dein Vater war alles andere von begeistert. Ja, man muss dazu sagen, der Roman ist Anti-Alkoholiker. Es war wieder... Es war nüchterne Geschichte. Nüchterne Geschichte und ja. Das ist natürlich gleich am 1.1. dann weitergesponnen worden, die Geschichte. Und bei mir, ich habe das Glück gehabt, dass mein Vater mich und meine Familie so unterstützt hat, dass ich gesagt habe, okay, probiert es. Naja, also hinter der Bühne hast du mir erzählt, dein Papa hat ziemlich geschimpft. Der war schwer begeistert. Das war schwer begeistert. Naja, er hat dich für verrückt erklärt. Die Begeisterung war folgendermaßen, jeder weiß, 5 Wochen Urlaub, ja, die kannst du mal haben. Reifengeschäft im Herbst, musst extrem viel arbeiten, hast Überstunden ohne Ende, kriegst nur mal 5 Wochen dazu. Das heißt, ja, in 10 Wochen wirst du es schon schaffen. Und ich glaube, in der ersten
Saison, die wir gemeinsam gezählt sind, waren wir, glaube ich, 22 oder 23 Wochen schon unterwegs. So. Mhm. Deswegen hat sie die Begeisterung dann natürlich. Und er hat nicht geglaubt, können. Dass ihr tatsächlich Olympiasieger werden wollt. Da hat er nicht ganz geglaubt. Ja, das erste Mal, wie ich in Zell am See war, den Hans-Peter abgeholt habe für den ersten Bewerb. Ich bin zur Reifenfirma gefahren, habe ihn dort abgeholt und der Vater hat gesagt, was wollt ihr zwei eigentlich? Und ich habe so gesagt, ja, Goldmedaille wollen wir holen in Sydney. Ha, macht sie nur, ihr zwei Deppen. Sympathisch. Sehr sympathisch, ja. Ja, ja, und wir haben es dann gemacht und im Endeffekt war er dann der größte Fan. Er war vor Ort in Sydney und er hat uns sogar noch einen Glücksbringer vorher geschenkt. Hängt also euch immer Reifen um. Genau. Dann am Schluss. Jetzt seid ihr zu zweit am Boot. Habt ihr die gleichen Aufgaben? Nein, überhaupt nicht. Es ist so, dass es gibt einen Steuermann. Ja, wer ist das? Einen Lenker, das bin ich. Ja, wer sonst, gell? Ja. Ja, wer sonst? Ja. Ich bin zu klein für andere Aufgaben. Ah! Das kennst du ja, oder? Ja, da. Genügend! So, eben. Und, na ja. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Peter, wenn du groß bist, musst du arbeiten. Ja. Wirklich? Und ja, deswegen hast du aufgehört zu wachsen? Na, ja, genau. Auch eine Möglichkeit. Ja, aber es hat gelogen, ich muss trotzdem arbeiten gehen. Dann endet man beim Radio, oder wie? Ja, das ist ein schönes Ende, aber mach weiter. Ja. Also, du bist der Steuermann. Ich bin der Steuermann und bin auch der Denker. Ja. Ja, und was machst du so? Du beschwerst das Boot. Nein, ich bin ein bisschen größer gewachsen und muss dadurch arbeiten. Bravo! Ja, das ist so im Leben, oder? Also du denkst und du hast wirklich zu tun. Ist nein, das es ist schon so, dass natürlich beide denken. Ja, okay, ja klar. Und der Hans-Peter ist natürlich kräftig, er war früher Skifahrer, hat sich aber gedacht, Segeln ist einfacher und ist auf Segeln umgestiegen. Ja. Und Bewegungstalent, also wirklich ein toller Sportler, war auch erfolgreich als Skifahrer. Aber ihr habt eine genaue Rollenverteilung. Genau. Also ich bin derjenige, der das Steuer in der Hand hält, das Boot schnell macht und der Hans-Peter trimmt die Segel dazu, macht Gewichtsverteilung und versucht auch taktisch mir eben zu helfen. Das heißt, er sagt mir an, wo die anderen Boote sind, wo der Wind herkommt und ich muss dann entscheiden. Jetzt haben wir ja viel über Forschung heute schon gesprochen. Wir sehen euer Boot jetzt ja auch hier gleich, also Boot, kann man ja nicht sagen, es ist ja ein geniales Teil. Wo ihr, wie hoch steht es hier da im Wasser? Na, das Boot ist 12 Meter lang, jetzt steht es da ein bisschen schief, das bist gleich mal so 6, 7 Meter in der Luft. Die anderen sind so Freunde, die ihr immer mitnehmt? Oder? Na, das ist jetzt die Serie, die wir seit 2010 fahren. Wir werden älter, die Boote werden größer. Wir haben uns drei athletische Jungs an Bord geholt, die noch mehr arbeiten als ich. Okay. Jetzt und haben wir zwei Denker. Wir leiten das Team. Ihr leitet das Team. Ja, wir sind verantwortlich dafür. Ich mache die Taktik, der Roman steuert das Ganze. Und die Rollenverteilung ist dort natürlich ganz extrem. Da musst du natürlich ganz klar wissen, wer was macht. Und was auch wichtig ist, dass keiner dem anderen reinpfuscht während der Arbeit. Da muss jeder seinen Job machen. Und dann im Debrief, dann können wir alle also nachher querdenken und so weiter. Mhm. Aber während unserem Job müssen wir ganz klar auf der Regattabahn das machen, was wir können. Und das so gut wie möglich und jeder für sich selber. Und dann bei diesen Debriefings, dann können wir das verschmelzen. Und so geht es auch dann relativ gut weiter und so können wir uns auch super weiterentwickeln. Was das Material betrifft, da steckt ja auch ganz viel FFG-Förderung drin, zum Beispiel durch die Firma Carbotec, die Carbonteile aus Salzburg, glaube ich, in die ganze Welt schickt. Ihr arbeitet mit Formel-1-Teams zusammen, deren Monocoque ja auch aus Carbon besteht. Euer Boot, hast du mir, glaube ich, erzählt, wiegt nur doppelt so viel wie ein Formel-1-Auto? Ja, Formel-1-Auto wiegt 540 Kilo, hat aber eine Höhe von einem halben Meter. Und ist relativ klein. Das Boot, das wir da segeln, ist 13 Meter lang, der Mast ist 20 Meter hoch und wiegt nur 1200 Kilo. Das nur. Ist das gesamte Boot aus Carbon. Wahnsinn. Ja. Das heißt, ihr seid auch bei der Entwicklung mit dabei, wenn so ein Boot entsteht so ein Boot am Computer? Natürlich. Es wird ganz normal am Computer gezeichnet, es wird auch am Computer analysiert, ob die Gewichtsverteilung und das alles passt. Da gibt es schon wunderbare Programme und im Verhältnis zur Formel 1 ist unser Boot zu entwickeln noch viel schwieriger. Auto steht flach auf der Straße und bewegt sich in die Richtung wenig. Unser Boot durch die Wellen bewegt sich in die Richtung auch noch. Mhm. Das heißt, wir haben da eben mit
mit der Grazer Uni vor den Olympischen Spielen in Athen zusammengearbeitet und er hat gesagt, ein Formel-1-Auto berechnen ist gegen ein Segelboot berechnen ein Lerchelschatz. Echt? Ja. Was auch immer das ist. Was auch immer ein Lerchelschatz. Jeder sagt ein Lerchelschatz, aber keiner weiß das, ja, gell? Vielleicht weiß jemand. Gibt es jemanden, Hand hoch, gibt es einen Joker im Publikum, wer weiß, was er, Herr Minister? Müssen wir rausfinden. Kann das bitte wer mal googeln für uns? Lerchelschatz, Sie haben Ihre Handys ohnehin noch in der Hand wegen einem TED. Apropos TED, gibt es einen Zwischenstand, wo wir vielleicht reinschauen können? Wer ist denn innovativer, Frauen oder Männer oder weiß nicht, was sagt ihr? Also bei uns zu Hause ist die Frau. Ja, und wenn ihr unterwegs seid? Schwierig. Okay, gibt es einen Zwischenstand? Schauen wir mal rein. Bin sehr gespannt. A, B, C, weiß nicht, ja klar. Super. Da kommt die Gaffe. Das wird knapp, das Rennen. Ah, in eurem Schoko. Also die Männer holen auf, aber ich glaube, es werden doch die Frauen machen, die ihr angesprochen habt. Habt ihr in eurem Team mehr Männer oder mehr Frauen? Mehr Männer. Aufgrund der Kraft, die ihr am Boot braucht, oder hat es auch andere Gründe? Weißt du, sind reinlicher die Männer? Genauer. Einfacher zu handeln. Ja, kürzere Kommandos. Ja, fahr nach links. Welches links meinst du? Verstehen schneller. Ja, genau. Nein, also es ist so, dass natürlich von der Kraft abhängt sehr vieles. Bei diesen Größen der Boote, also da muss man schon ziemlich einen hohen Kraftaufwand aufwenden. Und das ist halt bei Frauen dann nicht immer ganz so leicht. Ja, das kannst du dir dann nachher ausmachen. Ja. Wir haben vorher noch gesprochen, Hans-Peter, über eure Erfolgsregeln. Die kann man eigentlich auf drei simple Erfolgsregeln zusammenfassen. Du hast mir gesagt, das erste ist mal wichtig, Erfolg kann man nur haben, wenn man fokussiert bleibt. Was verstehst du darunter? Ja, man muss sich ein Ziel setzen, oder wir haben uns immer Ziele gesetzt, was wir erreichen wollen, kurzfristig, mittelfristig, und haben wirklich an diesen festgehalten. Egal was passiert ist, wir haben gerade im Sport, du hast Up and Downs, ohne Ende, du gewinnst nicht jede Regatta und das geht nur bergauf. Und richtig lernen tust du ja eigentlich eh nur aus deinen Fehlern. Man muss an sich glauben, hast du gesagt, als zweites. Das ist klar. Wir fangen natürlich während dem Segeln, haben wir sehr, sehr viel Zeit, weil wir ja irrsinnig viel Zeit am Wasser verbringen, auch immer wieder zweifeln an, weil wir ja einfach nicht immer, wenn man einen Schritt vormacht, muss man zuerst einmal einen halben zurück machen, dass wieder einer nach vorgeht. Und genau dort ist das Wichtigste, dass du einfach an dich selber glaubst und dass du weißt, okay, wir können das schaffen. Und ganz spannend, das Dritte, was du gesagt hast, war, man muss die Zeit Sachen erledigen lassen. Was meinst du denn damit? Ich meine, das, wir sind ja in einem Konkurrenzprodukt, Segeln, jeder Sport ist die Konkurrenz unheimlich groß und es gibt tausende Gerüchte, es gibt tausende Entwicklungen, was die anderen machen und die werden immer so groß geschrieben und ich bin immer der Meinung, warten wir mal, bis die kommen damit, wir machen unser Schichtel und dann schauen wir, wer besser ist. Jetzt gibt es in jedem Beruf Dinge, die nicht vorhersehbar sind. Wie geht es ja denn mit dem Faktor Zufall um? Also bei mir gibt es keinen Zufall. Es gibt keinen Zufall? Nein, also ich war immer der Meinung, man erarbeitet sich etwas und ja, man ist immer selbst dafür verantwortlich, was man erreicht und was man auch macht im Leben. Und bei uns war, also bei mir war es immer so, dass ich gesagt habe, das, was ich erarbeitet habe, das weiß ich, was ich kann. Und ich weiß auch, was ich umsetzen kann. Und deswegen habe ich nie an Zufälle geglaubt. Das heißt, egal was passiert, ihr seid darauf vorbereitet? Ja, wir haben eigentlich das immer so ausgelegt, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen zum Gewinnen kein Glück. Wir dürfen nur kein Pech haben. Das ist, ja, das ist eine Materialsache. Es ist ein hochkomplexer Sport. Wir sind von unserem Material abhängig. Das Einzige, was ich nicht beeinflussen kann, hundertprozentig, ist Materialbruch oder irgendwas anderes. Oder dass mein Gegner ins Boot fährt. Das ist das Einzige, was ich nicht beeinflussen kann. Aber die Grundbasis zum Gewinnen, die können wir selber machen. Deswegen. Ich brauche kein Glück zum Gewinnen, darf nur kein Becher. Und Scheitern gehört dazu zum Erfolg? Ganz ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wenn man nicht scheitert, dann kommt man nicht vorwärts. Wir haben das, also ich habe das selber erlebt, Hans-Peter hat es erlebt. Wir sind Ausscheidungen für Olympische Spiele gesegelt, wo wir verloren haben, wo wir nicht hingefahren sind. Und daraus haben wir gelernt.
Ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich eine Mannschaft brauche oder eine Crew brauche, mit der man auch zu Olympischen Spielen fahren kann und dort gewinnen kann. Das hat es mir damals ganz klar vor Augen geführt und deswegen war auch die Frage an den Hans-Peter damals zu Silvester, ob er das machen kann, weil ich gewusst habe, er ist ein Talent, er kann das und gemeinsam können wir es schaffen und es hat sich dann bewahrheitet. Letzte Frage an euch beide. Müssen wir im Leben alle etwas riskieren? Ist Risiko einfach Bestandteil unseres Alltags, wenn wir Erfolg haben wollen? Du musst auf jeden Fall riskieren. Ich glaube, ohne Risiko gibt es keinen Fortschritt. Und es war bei mir das Gleiche. Ich habe angefangen als Vorschotter, da war ich noch groß und stark. Und dann bin ich nicht mehr gewachsen und dann habe ich mir gedacht, okay, fange ich als Steuermann an. Das war für mich damals ein großes Risiko, weil ich das eben nicht gelernt habe in Wirklichkeit. Und es hat sich ausgezahlt. Das heißt, das Risiko, das ich eingegangen bin, hat sich eigentlich für mich bezahlt gemacht. Hans-Peter. Bei uns ist es einfach so im Sport, dass das kontrollierte Risiko, das du selber beeinflusst und sagst, genau das will ich riskieren, zahlt sich immer aus. Das Schlimmste ist, wenn du gerade einen Fehler gemacht hast und bist hinten dran und fängst sinnloserweise riskieren, wieder etwas aufzuholen. Das geht meistens in die Hose. Okay. Wichtige Frage von Herrn Vizekanzler Mitterlehner, wer führt die Reifenfirma? Die Reifenfirma jetzt? Führt jetzt Profi-Reifenservice, ich habe das verpachtet, das gehört mir immer noch. Und die haben das jetzt mittlerweile schon 15 Jahre. Die wollen das. Fragen Sie wegen Winterreifen für die Regierung? Oder? Da können wir drüber reden. Da können wir schon was machen. Gibt es einen Rabatt? Ja, sicher, da kann man selber dann draufschrauben. Ihr kommt selber draufschrauben? Sicher. Das machen wir jetzt fix. Das machen wir, ich meine das jetzt ernst. Das machen wir. Wann werden für gewöhnlich bei Ihnen die Reifen umgesteckt? Herr Vizekanzler, warte mal. Das machen wir jetzt wirklich fix. Ja? Die müssen ja vorher angeschafft werden. Ich schraube es um, ich kann es immer noch. Komm her. Hand auf, komm her. Herr Vizekanzler, komm. Du versprichst jetzt. Hallo. Du hast Herr Vizekanzler, ja, Scott, bin der Eppinger, wir haben schon auf der Bühne gesehen. Epplinger haben Sie gesagt. Ja. Also, du versprichst jetzt hiermit, hier Winterreifen zu wechseln. Haben Sie ein Privatauto eigentlich auch noch oder nur noch Dienstwagen? Da könnten wir 2, 3 machen, wissen Sie? Ich habe auch noch Verwandte und Bekannte. Bravo! Also, wie viel könntest du schaffen in einer Stunde? Sagen wir so. In einer Stunde habe ich geschafft ungefähr 5 PKW. Also, 5 PKW, Sie überlegen sich das? Vielleicht dann vom Kurz noch dazu. Muss ich nach Salzburg dann kommen? Nein, überall machen. Das machen wir überall. Ja, gut, wir tauschen uns aus. Also ja. Da bitte könnte was Hand machen. Drauf, Hand, das heißt, wird was drauf. Hier wird Reifen gewechselt. Ich werde der Bundesbeschaffungsgesellschaft vermitteln. Bitte, danke. Ja, gerne. Vielen Dank. War sehr beeindruckend. Wir werden das für einen guten Zweck machen. Das machen wir, genau. Ja. Vielen Dank an Roman Agara, Hans-Peter Steinacher. Und dann das Reifenwechselservice von Herrn Vizekanzler. Das war nicht für uns, oder? Das war für euch, wenn ihr wollt, gerne. Nimm nur mit. So. Liebe österreichische Forschungscommunity, wer ist nun innovativer? Sind es die Frauen oder sind es die Männer? Letzte Minute zum Voten und die Chance auf unseren Gewinn. Wir haben Karten für Sie besorgt, längst ausverkauft im Konzerthaus Hollywood in Vienna. Einmal 2 Karten gewinnt jemand gleich, der mir ein SMS geschickt hat. Ich rufe Sie gleich hier von der Bühne aus an. Schauen Sie bitte gleich auf Ihr Handy. Und es haben die Frauen haben gewonnen. Frauen, Applaus für die Frauen. Während mir jemand eine Nummer auf die Bühne bringt, wollen wir uns noch mal kurz anschauen, was wir gleich am Buffet hinter mir, links und rechts, schon da, machen. Nämlich, wir werden gleich miteinander vernetzen, uns netzwerken. Ja, Reifen, ihr bleibt eh noch da, falls es noch Reifenangebote gibt oder so. Ja, hast du genügend Visitkarten mit? Ja, wenn nicht, schreib es einfach auf Red Bulldosen oder so von eurem Sponsor. Ich darf alle Podiumsgäste ein zweimal zu mir raufbitten fürs Gruppenfoto, während ich einen oder eine Gewinnerin hier anrufe. Also alle, die auf der Bühne waren, die Bundesminister, Herr Seiner, Aufsichtsratsvorsitzender, bitte Sie mir auf die Bühne. Und es müsste schon bei jemandem hier läuten im Publikum. Ich rufe mit unterdrückter Nummer an, ich weiß nicht, aber heben Sie trotzdem ab. Heben Sie ab, dann weiß ich, dass Sie hier sind. Sie brauchen nicht hochstrecken, wissen Sie, wie man ein Telefon bedient. Sie brauchen nur einfach abheben. Warten, jetzt haben Sie, kommen Sie nochmal zu mir, kommen Sie, ich rufe Sie noch einmal an, jetzt war ich schon in Ihrer Box. Aber heben Sie einfach das nächste Mal ab, wenn ich Sie anrufe.
Es ist ein Herr, ich bin gespannt, für wen er angerufen hat. Kommen Sie vor zur Bühne. Weil Ihre Frau neben Ihnen gesessen ist, währenddessen, oder wie, oder? Nein, die ist nicht da. Die ist nicht da? Nein. Deswegen haben Sie für die Frau gestimmt? Genau. Bravo! Was für ein schöner Grund. Wir grübeln noch immer nach, warum. Macht nichts. Bleiben Sie hier. Sie kriegen gleich einen wunderschönen Gutschein. Hier gibt es das Gruppenfoto. Auch wir Livestream dürfen wir uns schon langsam verabschieden. Im Namen der FFG. Sie wissen, ein kompetenter Partner von Forschung und Wirtschaft. Fördert Innovation durch Know-how und Finanzierungen. Sie vernetzt wichtige Akteure miteinander, Österreich und weltweit. Treibt Kooperationen voran, sorgt für ein innovationsfreundliches Klima und unterstützt, das ist das Wichtigste, den Standort Österreich auf dem Weg in die Zukunft. Hinter mir, links und rechts, gibt es gleich schöne Sachen zum Essen und zu trinken. Da kommt Ihr Scheck und Ihr Geschenk zum Herrn Holl, bitte. Falls es Ihnen gefallen hat, was ich gemacht habe, mein Name ist Peter L. Eppinger. Wenn nicht, ich heiße Oliver Pocher. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und einen guten Abend.